Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es wieder einmal um 10 Fakten über Apple, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Also viel Spaß mit dem neuen Wissen. Los geht's! Fakt Nummer 1, die Apple-Polizei. Das Worldwide Loyalty Team, wie es sich selbst nennt, kümmert sich um die Geheimhaltung interner Informationen, da es bei Apple nicht gerne gesehen ist, wenn Informationen zu zum Beispiel neuen Geräten vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangen. Dieses Team schleust geheime Mitarbeiter ein, und dort, wo ein Informationsleck vermutet wird, werden Mitarbeiter und deren Handys gründlich kontrolliert. Privatsphäre ist dabei übrigens ein Fremdwort. Und sollte sich jemand als geheimer Informant herausstellen, muss dieser bis zum Ende des Tages bleiben und wird hinter verschlossenen Türen befragt, wie ein unbekannter Informant berichtete. Fakt Nummer 2, umgedrehtes Logo. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die alten MacBooks. Dort war das Apple-Logo zunächst verkehrt herum. Ihr fragt euch warum? Steve Jobs war der Meinung, dass es sinnvoll sei, das Logo so zu platzieren, dass es bei geschlossenem Zustand richtig herum war, da viele Nutzer versuchten, die MacBooks von der anderen Seite zu öffnen. Aber warum wurde das Logo dann wieder gedreht? Später ging man davon aus, dass der Benutzer schnell lernen würde, von welcher Seite der Computer geöffnet wird, und außerdem sah der umgedrehte Apfel bei geöffnetem MacBook doch etwas komisch aus, was auch nicht besonders gut für den Werbeeffekt war. Fakt Nummer 3: Hollywood liebt Apple. Und wo wir gerade bei Werbeeffekt sind. Welche Laptops, Tablets oder Smartphones sind wohl die am meisten aufgetauchten in Filmen oder Serien? Sicherlich die von Apple. Im Jahr 2011 waren Apple-Geräte in über 40% aller Top-Filme zu finden. Das Erstaunliche? Laut eigenen Aussagen bezahlt Apple keinen einzigen Cent für Produktplatzierung. Zumindest nicht direkt. Es wird zwar keine Produktplatzierung gekauft, allerdings teilt Apple großzügig die eigenen Geräte an Filmemacher aus. Allein in einem Mission Impossible Film waren Apple-Geräte für insgesamt 8 Minuten zu sehen, was einen ungefähren Werbewert von 23 Millionen Dollar hatte. Fakt Nummer 4: Streit mit den Beatles. Die Beatles dürfte sicher jeder von euch kennen. Aber wusstet ihr, dass lange Zeit Streit zwischen Apple und der Plattenfirma der Beatles war? Die Plattenfirma Apple Records, eine Unterabteilung von Apple Corps, verklagte Apple 1979 aufgrund von Markenrechtsverletzungen. Erst im Jahr 2007 wurde der Rechtsstreit beendet und erst weitere 3 Jahre später, also Ende 2010, konnte man Beatles-Alben auf iTunes finden. Fakt Nummer 5, das iPad von Fujitsu. Ich hatte schon in der zweiten Folge den Namen iPhone angesprochen. Ähnliches passierte auch mit dem Namen des iPads. Auch dort war Apple nicht der Erste, der diesen Namen verwendete. Schon 2002 nutzte Fujitsu den Namen für ein portables Datenerfassungsgerät. Über WLAN konnte es mit EDV-Systemen eines Unternehmens kommunizieren und sogar ein Kreditkartenleser war eingebaut. Als Apple dann 2010 das erste iPad vorstellte, kam es zu Konflikten wegen des Namens und Apple kaufte kurzerhand Fujitsu die Markenrechte ab. Offizielle Zahlen gibt es zwar keine, aber der Preis soll über 4 Millionen Dollar betragen haben. Fakt Nummer 6: Rettung durch Microsoft. August 1997 stand Apple kurz vor dem Bankrott. Was also tun, wenn kein Geld mehr übrig ist? Apple ist in diesem Notstand tatsächlich einen Vertrag mit Microsoft eingegangen. Dieser bestand unter anderem daraus, dass alle Patente geteilt werden, Java und Microsoft Office auf den Mac kommen, Internet Explorer der Standardbrowser wird und Microsoft Apple mit 150 Millionen Dollar unterstützt. Dieser Schritt war für Jobs sicherlich nicht leicht, und von seinem Publikum auf der Macworld 1997 kassierte er reichlich Buhrufe. Next, we have taken a look at browsers out there and Apple has decided. Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. Fakt Nummer 7: Mit kleinen Flügeln zum Millionär. Das Spiel Tiny Wings kennt ihr sicher alle. In diesem Spiel rutscht und fliegt ihr mit einem kleinen Vogel über Inseln und flieht vor dem Sonnenuntergang. Aber wisst ihr auch, wer Macher dieses Spiels ist? Andreas Illiger aus Kiel arbeitete 7 Monate lang an seiner App und nach der Veröffentlichung Februar 2011 eroberte er in 49 Ländern den ersten Platz der App Store Charts. Übrigens kaufte er sich vom Geld, das Tiny Wings einbrachte, lediglich einen neuen Laptop, obwohl er sich erstmal um Geld keine Sorgen mehr machen muss. Apple ist also nicht nur selber Millionär, sondern macht auch andere dazu. Fakt Nummer 8: Interne Apps. Den normalen App Store kennt ihr ja.
Aber wusstet ihr, dass es auch einen internen, also einen App Store nur für Apple-Mitarbeiter gibt? Dort lassen sich Apps wie Operator, Inferno, SmartSign oder RedZone Mobile herunterladen. Aber was können diese Apps? Operator und Inferno dienen beide dazu, die Leistung und Funktion zu testen. Apps wie Purple Restore oder Purple FAT können Geräte wiederherstellen und ohne SIM-Karte aktivieren. SmartSign ist eine Art Dia-Show für Demo-Geräte und mit Daily Download lässt sich die interne Apple-Zeitschrift lesen. Natürlich sind all diese Apps streng geheim. Fakt Nummer 9: Rauchen vor dem Mac. Dass Rauchen nicht besonders gut für die Gesundheit ist, ist ja kein Geheimnis. Aber wusstet ihr, dass das auch für euren Computer gilt? Der Rauch tritt durch die Lüftung in den Mac ein, verteilt sich im ganzen System und kleine Ablagerungen bilden sich, wie auf diesem Foto zu sehen. Anscheinend weiß das auch Apple und verweigert die Reparatur. In einigen Fällen wurden Macs, nachdem sie wegen zu großer Wärmeentwicklung wegen der Ablagerungen in einem Apple Store zur Reparatur abgegeben wurden, mit dem Kommentar zurückgegeben, dass Gesundheitsrisiken für Mitarbeiter bestehen, die diesen Computer reparieren sollen. Fakt Nummer 10: Der Apfelwickler. Der Apfelwickler ist ein Schmetterling bzw. vorher natürlich eine Raupe. Aber was hat das nun mit Apple zu tun? Ihr kennt bestimmt Cydia, einen App Store für gejailbreakte Geräte. Dieser heißt aber nicht ohne Grund Cydia. Die lateinische Fachbezeichnung des Apfelwicklers ist nämlich Cydia pomonella und er ist, genau wie Cydia, ein Wurm im Apfel. Nun eine Frage an euch, welchen Fakt kanntet ihr schon und welcher hat euch besonders überrascht? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr euch nun für einen besonders breiten Bildschirm von LG interessiert, dann klickt doch einfach hier, um zu meinem letzten Video zu gelangen. Oder ihr klickt auf das andere Bild, um euch die letzte Folge von 10 Fakten über Apple anzusehen. Vergesst außerdem nicht, mir eine Bewertung zu hinterlassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Apple Stuff Tutorials.